Hallo und herzlich willkommen zu dem lang ersehnten Mein Einkauf vom. Heute ist der, ich guck mal kurz, 6.8. Wahrscheinlich kommt das Video am Sonntag, 9.8., damit ihr Bescheid wisst. So, mein Einkauf ist von Lidl. Ich fange mal an. Wir haben 50 Euro gezahlt, aber das Ding ist, wie heißt das? Da ist voll viel, hat auch meine Mutter uns so eingekauft. Wir hatten so diesen Schiebewagen. Und ja, da haben wir halt eine Menge Sachen gekauft. So, fang mal an. Als erstes, haben wir diesen Käse. Wenn man Lust hat, ich bin ja gerade so ein bisschen Diät und so, aber trotzdem so, dass ich noch Muskulatur aufbaue. Dann kann man den Käse nehmen. Der hat nicht so viel Fett und gut Protein. Eine Scheibe hat ungefähr 9 Gramm Protein. Da sind 7 Scheiben drin, 2 Euro. Dann das hier. Das hier sah sehr, sehr interessant aus. Ich zeige es mal näher. Das ist ein Tortilla. Das ist ein Kartoffelomelett mit Paprika. Aber ich glaube, da ist trotzdem Ei drin. Also es ist so eine Art richtig fettes Omelett. Das sah richtig lecker aus. Hat nicht so krass viel Protein und dafür gut Kalorien. Aber ich glaube, irgendeinen Tag kriege ich das untergebraucht schon. Nächstes Produkt. Das hier sah auch sehr, sehr interessant aus. Sogar die Kassiererin hat sich das angeguckt. Interessant. Das sind gefüllte Pfannkuchen mit Champignon und Mozzarella. Aber man sieht, das sind, also vielleicht, es sind so Rollen, es sind keine richtigen Pfannkuchen. Es sind wahrscheinlich panierte Pfannkuchen, ja. Hier auf dem Bild sieht man das auch ein bisschen gut. Oh, warte, ich muss kurz die Tür aufmachen. Okay, bin wieder da. Also diese panierten Dings da habe ich gezeigt. Dann von dem habe ich den Preis vergessen. Aber da sind eine Menge Stück drin und die haben auch nicht so viel Eiweiß, gut Kalorien, aber die esse ich mit Tana. Dann dieses Eis hier. Ich muss gleich auch weg, damit ich das wieder in die Tiefkühltruhe tue. 330 Kalorien das ganze Teil und 20 Gramm Eiweiß. Das ist schon ordentlich. Haben wir hier 4 Dosen Thunfisch, immer im eigenen Saft kaufen, nicht in Sonnenblumenöl, immer im eigenen Saft. Die waren sehr günstig, eine Dose 88 Cent, da dachte ich mir, komm, nehme ich ein paar mit. Weil Fleisch ist auch so teuer geworden und Thunfisch schmeckt zwar schlechter als zum Beispiel Hähnchen oder Rind, aber kostet viel, viel weniger und hat richtig gute Werte. Die haben nicht mal 1 Gramm Fett und 0 Gramm Kohlenhydrate, so wie ich sehe, ja. Die haben fast nur Eiweiß und Salz. 25 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, das sind 150 Gramm. Dann mein Lieblings-Milbona-Joghurt. Bei dem bin ich sehr traurig, der ist teurer geworden. Früher 49 Cent, heutzutage kostet der 65 Cent. Das ist echt eine Frechheit. Ich mir den auch hier hin. Dann Magerquark. Eine Packung Milbona-Magerquark. Ja, der ist auch teurer geworden. Anstatt 89 Cent war der, glaube ich, ist der auf 1,39 gestiegen. Das ist auch wirklich sehr, sehr frech. Aber kann man nichts machen. Und dann habe ich, die gibt's für 1 Euro, die waren 1 Euro früher, 99 Cent, jetzt 1,19 Euro. Und die sind aber größer. Die haben heute Angebot 1,09 Euro gekostet. Die sind aber größer. Hier sind anstatt 35 Gramm Protein 42 drin. Es gibt Schoko und Vanille und ich habe 13 Packungen gekauft. Wartet, das sind die ersten zwei. Ich habe 13 Stück, glaube ich, gekauft. 8-mal Vanille, 5-mal Schoko, glaube ich. Die Leute an den Kassen habe ich auch angeguckt, als wäre ich ein Verrückter. Verständlich natürlich. So, die letzten vier. So, das sind die alle. Ich zeige euch die nochmal hier, wie die stehen. Ja, so, das sind alle. Wie man die in Pracht sehen kann. Wie schon gesagt, 42 Gramm. Und das geht richtig gut, sagen wir. Mir reicht so einer zum Frühstück und das geht halt schnell. Ich stehe auf, trinke ein, habe 40 Gramm Protein drin und bin gut gesättigt und habe nicht so viel Kalorien. Das ist echt sehr vom Vorteil. Ja, das war es auch schon mit meinem Einkauf vom heute der 6.8. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.